Liebe Leser, liebe Leserinnen, wir leben in einer Welt, in der wir umgeben sind von Gewalt, von Hass, von Streit, von Hektik, von Lärm. Viele Menschen leiden unter ihrem Leben. In meinem Buch wie wir leben können, habe ich versucht, Haltungen zu beschreiben, die unserem Leben Halt geben können. Haltungen wie Barmherzigkeit, wie Beharrlichkeit, dass wir dranbleiben in unserem Leben, aber auch wie Wohlwollen, wie Genügsamkeit. Es gibt Menschen, denen es nie genug ist, die immer noch mehr brauchen, die nie zufrieden sind. Haltungen wie Bescheidenheit, Zufriedenheit, die geben unserem Leben Halt, die machen unser Leben lebenswert und die verwandeln unser eigenes Leben, indem wir so eine Haltung einüben, wird unser Leben verwandelt. Verwandlung heißt, wir kommen in die Gestalt hinein, die unserem Wesen entspricht. Und wir verwandeln auch die Welt um uns herum. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie mit diesen Haltungen, die Ihrem Leben Halt geben, auch die Welt um sich herum verwandeln. Dass Sie die Welt etwas lebenswerter und wärmer und heller und barmherziger machen. Und dass Sie spüren, es lohnt sich, mit Hoffnung in dieser Welt zu leben. Und Ihr Leben ist sicher gelungen, wenn andere in der Begegnung mit Ihnen Hoffnung für Ihr eigenes Leben, für das Gelingen des eigenen Lebens schöpfen.